Hi und herzlich willkommen zur 15. Folge Thementeams in Pokémon Schwert und Schild. Das heutige Thema ist Marvel, heißt also wir tauchen in die Welt der Comicbücher und Kinoseele ein. Dafür habe ich mir 6 Pokémon für mein Team ausgesucht, die 6 Charaktere aus dem Marvel-Universum darstellen sollen und folgende sind dabei. Nummer 1, Xerox. Xerox ist ein Sichler mit einem roten Metallmantel, ziemlich ähnlich zu Tony Stark und Iron Man. Nummer 2 ist Trombok. Er vertretet heute meinen Lieblingscharakter aus dem Universum, Groot. Als nächstes haben wir Voltula. Diese Spinne kann nur eins bedeuten. Spider-Man. Bleiben wir bei dem Insektenthema und Ant-Man. Dieser Superheld wird heute von Fermicula, das Ameisen-Pokémon, dargestellt. Nummer 5 ist Hawkeye. Gut zu erkennen durch seinen Pfeil und Bogen. Ähnlich wie der Pflanzenstarter Silvaro. Und zu guter Letzt ist noch Black Panther dabei. Dieser Superheld wurde von Chadwick Boseman gespielt, der leider vor einigen Wochen von uns gegangen ist. Verewigt und vertreten wird dieser Superheld im Pokémon-Team von Nachtara. Hier seht ihr nochmal das Team in der Übersicht sowie den Leitteam-Code. Probiert es gerne selbst aus und ansonsten viel Spaß mit den Kämpfen. Okay, herzlich willkommen in der ersten Runde. Wir müssen gegen Lauchzelot, Milotic, Riffex, Hypoteros, Zoroark und Vulaosu ran. Das klingt auf jeden Fall machbar. Ich sehe kein Feuer-Pokémon und das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn 5 meiner Pokémon haben eine Feuerschwäche. Alle bis auf Nachtara. Heißt also, vielleicht haben wir hier eine Chance. Zoroark könnte noch Flammenwurf oder so erlernen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten sieht es ziemlich gut für uns aus. Ich denke mal, ich werde mit Spider-Man starten, um einfach nur das Klebenetz rauszuholen, damit ich ein bisschen Initiative-Kontrolle hier reinbekomme und dann mal gucken, was geht. Oder ich hole Trombok raus und hole den, also Groot, um Bizarro-Raum einzusetzen. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gegen das Team. Beides ganz gute Optionen. Da aber meine Theorie ist, dass die meisten der Gegner, wenn sie Zoroark mitnehmen, es an erster Stelle packen, ist, glaube ich, Voltula gar nicht mal so schlecht. Ansonsten finde ich auf jeden Fall Fermicula hier ganz gut, Ant-Man und wahrscheinlich Silvaro. Silvaro dann gegen sowas wie Lauchzelot und Milotic. Mal gucken, was ich dagegen tun kann. Auf jeden Fall machbar hier zu gewinnen. Sobald ein Feuer-Pokémon auf der gegnerischen Seite ist, wird es sehr, sehr schwer. Weil wie gesagt, 5 Pokémon mit 5 Feuerschwächen ist schon sehr, sehr schwer. Ich baue ja meine Teams nur aus Spaß, beziehungsweise damit sie dem Thema entsprechen und nicht irgendwie, um das stärkste Team zu bauen und damit alles zu zerstören. Darum geht es hier weniger. So, das ist ein Riffex. Riffex, müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kann als Unlichtattacke, soweit ich weiß, nur Standpauke erlernen. So als wichtige Unlichtattacke. Heißt also, wenn es jetzt gleich irgendwas Komisches einsetzt, wissen wir ganz genau, dass es ein Zoroark ist. Und ich würde schon fast darauf Geld wetten, dass es ein Zoroark ist. So wie in der letzten oder vorletzten Folge Thementeams. Mal gucken, wie es sein wird. Oh, es Dynamaximiert sich. Zum Glück habe ich kein Geld drauf gesetzt. Das bedeutet immer, dass es definitiv kein Zoroark ist. Außer es gibt irgendwelche Mechanics, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Okay, es ist definitiv ein Reflex. Ein Giga-Dynamax-Reflex. Sehr, sehr stark. Wenn es jetzt eine Giftattacke einsetzt, könnten wir in Probleme kommen, denn dann wirkt auch der Fokusgurt von Voltula nicht mehr. Ich denke mal, da wird eine Giftattacke kommen. Dynaspuk. Okay. Dynaspuk bedeutet, dass ich auf jeden Fall die Attacke standhalten werde und zwar sehr gut. Auch ohne einen Fokusgurt. Meine Verteidigung sinkt. Und ich werde mit Voltwechsel auswechseln. Wir wissen, dass Dynaspuk kommt. Heißt also, ich werde Fermicula reinholen. Wenn es gut läuft, kommt jetzt eine Giftattacke. Das ist wahrscheinlich ein physisches Reflex. Da kommt Fermicula mir ganz recht tatsächlich. Wenn jetzt eine Giftattacke kommt gegen Stahl-Pokémon, wäre natürlich perfekt. Und ansonsten hat Fermicula eine Bodenattacke. Die musste ich mitnehmen, um irgendwas gegen Feuer-Pokémon tun zu können. Sollte eins draußen sein, aber gegen Gift und Elektros ist natürlich auch nicht schlecht. Gucken, was passiert. Es kommt wieder Dynaspuk, um meinen Angriff zu senken. Das ist ein bisschen unlucky. Meine Verteidigung zu senken. Nee, Angriff. Nee, Verteidigung. Genau, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich muss mich jetzt selber Dynamaximieren und Dynaerdstoß einsetzen. Hat sehr viel Schaden gegen Fermicula gemacht. Ich denke mal, ein Dynaerdstoß wird schon reichen. Ich bin definitiv schneller. So viel steht fest. Und mit Dynaerdstoß erhöhe ich meine Spezialverteidigung. Heißt also, wenn es ausreicht, ist gut. Wenn nicht, dann könnte ich in kleine Probleme geraten. Mal gucken, wie es ablaufen wird. Ant-Man in groß. Der gute alte Ant-Man.
So, Famicula ist schneller. Ich hab ganz kurz gedacht, dass der irgendwie mein Gegner die Verbindung verloren hat. Aber der Diener Erdstoß reicht aus. Sehr gut. Ist vierfach effektiv, haut richtig rein und erhöht die Spezialverteidigung. Famicula sollte man definitiv nicht unterschätzen. Mit Überalpha bekommt es einen schönen Angriffsboost. Und wenn es sich dann Diener maximiert, trifft es quasi alles dann noch mit Lehmorb drauf und dann ist Ende im Gelände mit den meisten Pokémon, die es sehr effektiv treffen kann. Es ist die Frage, was kommt als nächstes raus? Ich habe irgendwie Milotic in meinem Gefühl. Ah, sieht nicht nach Milotic aus. Es ist Lauchzelot. Lauchzelot ist im Klebenetz gefangen, heißt also, es ist ein bisschen langsamer. Wir sollten so oder so schneller sein. Ich werde vermutlich auf Diener Stahlzacken gehen. Ist ebenfalls Stab und trifft zumindest effektiv und ich erhöhe meine Verteidigung. Heißt also, wenn es sehr, sehr gut läuft, kriege ich vielleicht sogar es hin, eine Attacke standzuhalten. Und es reicht sogar so aus. Okay, Ant-Man leistet Arbeit. Holy shit, okay. Ich habe Famicula das letzte Mal, glaube ich, in X und Y gespielt. Also ist so sehr, sehr lange her. Ist ein interessantes Pokémon, das ich nur jedem empfehlen kann. Speziell wegen der Diener-Maximierung ist es nochmal ein bisschen stärker geworden. Und deshalb nicht zu unterschätzen. Das ist die Wasserform, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier müssen wir dann eigentlich nur nochmal so viel Schaden machen wie möglich. Ich könnte nochmal Diener-Stahlzacken einsetzen, um meine Verteidigung zu erhöhen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, aufgrund des Wesens von Vulaoso, dass er immer einen Volltreffer landet, ist es egal, wie viel Verteidigung ich habe. Deswegen werde ich vermutlich einfach auf den Diener Erdstoß gehen. Trifft zumindest effektiv. Und dann können wir ein bisschen Schaden noch machen. Halbwegs nochmal Schaden raushauen. Es ist gut, dass mein Gegner direkt die Diener-Maximierung rausgehauen hat. Und das macht schon gut genug Schaden, sodass nur noch Hawkeye rauskommen muss und einen Tiefschlag einsetzen sollte. Da kommt der Trefferschwall und das wird ausreichen. Es trifft ja dreimal bekanntlicherweise und dann ist auch Ant-Man besiegt. Welcher Marvel-Charakter ist euer Lieblingscharakter? Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Meiner war eine sehr lange Zeit lang Hulk. Und ein kleiner Fun-Fact zu Hulk. Ich wollte eigentlich Hulk auch hier mitnehmen für Machomai. Hab mir dann aber gedacht, dass ich die anderen doch lieber mitnehme, weil ich hatte kein Shiny Machomai und Shiny Machomai ist ja grün. Würde ganz gut zu Hulk passen. Es gibt aber einen kleinen Fun-Fact dazu. Ich sollte schneller sein, oder? Sollte ich es riskieren? Tiefschlag würde... Ja, komm. Wir riskieren es nicht. Wir nehmen den Sieg auf jeden Fall mit. Kleinen Fun-Fact zu Hulk. Damals sollte Hulk... Es hat nicht gereicht. Oh, oh. Okay, Eisenschädel wird auch nicht reichen. Sehr knapp. Jetzt nochmal Tiefschlag ein. Hulk sollte damals grau tatsächlich werden. So ein Grau, wie es Machomai ist. Ich glaube, dann ist aber irgendwas mit der Tinte gewesen, sodass sie sich entschieden haben, Hulk grün zu machen. Kleiner Funfact am Rande, während wir uns den ersten Sieg hier gönnen. Sehr schön. GG Wellplayter, mein Gegner, war relativ knapp. Ant-Man hat ordentlich Arbeit geleistet. Wir sehen uns gleich in Runde 2. So, weiter geht's gegen Lamus, Kubuin, Turtok, Famicula, ebenfalls Famicula. Wie gesagt, dieses Pokémon sollte man nicht unterschätzen. Inteleon und Armigento. Das könnte interessant werden. Ich bin gespannt, was mein Gegner vorhat. Wir müssen Sichlor, Nachtara und Trombok mitnehmen. Ich denke mal, ich werde mit Trombok starten. Und dann gucken, was geht. Beziehungsweise ich habe Sherox dabei. Das Witzige bei Sherox ist, es trägt den Namen Sichlor. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wieso. Ich denke, weil es ein Sichlor war, das ich von Ultrasonne und Ultramond übertragen habe. Und zwar hatte ich einen Sichlor noch übrig. Habe mir gedacht, ich gebe es einen Metallmantel und tausche es dann mit einem Zuschauer, damit es sich zu Sherox entwickelt, damit ich einen Sherox für dieses Thementeam habe. Habe ich dann mit einem Zuschauer gemacht. Und dann habe ich es zurückbekommen und es hieß immer noch Sichlor. Bin mir nicht ganz sicher, wieso, aber jetzt wird es für ewig keinen Sichlor heißen und nicht Sherox. Eine kleine Anekdote an seine Vergangenheit. Mein Gegner startet mit Kubuin, einem Shiny Kubuin. Das ist tatsächlich sehr schlecht für mich. Hier muss ich sofort auswechseln. Und zwar, wir könnten zu Nachtara auswechseln. Und den Bauchtrommel predikten. Wenn wir den Bauchtrommel predikten, dann macht Schmarotzer sehr viel Schaden.
macht ja immer Schaden abhängig von der Attacke des Gegners. Oder wir gehen auf Sherox raus, das ist die sichere Variante. Um einfach dann mit einem Patronenhieb, vielleicht zwei Patronenhiebe, weil er ja noch seinen Eiswürfelkopf trägt, dann zu besiegen. Es kommt tatsächlich sogar die Bauchtrommel. Heißt also, nach Tara wäre hier potenziell sogar besser gewesen. Hoffen wir einfach mal, dass Sherox aka Sichlor eine Attacke standhalten kann. Wir gehen auf Patronenhieb. Es könnte jetzt passieren, dass er sich Dina maximiert. Dann könnte ich in leichte Probleme kommen. Okay, Dina maximiert sich schon mal nicht. Der Eiswürfelkopf wird gebrochen. Tiefkühlkopf genannt. Und jetzt ist die Frage, kann ich eine Attacke standhalten? Es kommt Aqua-Durchstoß. Das wird ordentlich reinhauen. Aber Sherox aka Sichlor aka Iron Man aka Tony Stark hält die Attacke stand. Und jetzt sollte ein Patronenhieb den Kampf hier eigentlich beenden. Jawohl, sehr schön. Das war's mit Kubuin. Mein Gegner hätte da definitiv mehr rausholen können. An seiner Stelle hätte ich es beispielsweise so gemacht, dass ich, nachdem ich Bauchtrommel eingesetzt habe, mich Dina maximiert hätte und dann eine Eisattacke eingesetzt hätte. Somit hätte ich auch guten Schaden an Sherox machen können und den Hagelsturm rausholen können, sodass ich immer wieder meine Fähigkeit aktiviert. So, jetzt sehen wir ein Amigento. Ich bin mir nicht sicher, welchen Typ er hat. Ich würde schätzen, entweder Gestein, Boden oder Drache. Ich bin mir immer unsicher bei den Farben. Da Holzhammer effektiv ist, müsste es ja Gestein oder Boden sein. Ich würde gerne Sherox beibehalten, weil Sherox mit einer Prioritätenattacke könnte immer noch gut was abstauben. Man weiß nie. Es müsste Boden eigentlich sein. Es müsste Boden sein. Das heißt, ich werde zu Trombok auswechseln und gucken, was passiert. Zu dem guten alten Groot. Zu dem guten alten Groot. Jetzt gucken, was passiert. Knirscher kommt. Ah, das ist gut predicted. Das ist sehr gut predicted. Ich halte das noch ziemlich gut stand, um ehrlich zu sein. Ich werde jetzt den Bizarro-Raum rausholen. Hoffentlich noch einen Knirscher standhalten können. Da kommt der Knirscher. Oh, okay, das war unlucky. Weil hätte ich jetzt den Bizarro-Raum rausgeholt, hätte ich definitiv bessere Karten gehabt. Jetzt muss ich es mit nach Tara reißen. Ich weiß jetzt nicht, was der bessere Play ist. Toxinstollen oder Schmarotzer einsetzen und hoffen, dass ich ordentlich Schaden mache. Wir probieren es mal erstmal mit Toxin. Und dann gucken wir weiter. Nach Tara könnte hier tatsächlich einiges reißen. Wie gesagt, das einzige Pokémon, das nicht von einer Feuerattacke sehr effektiv getroffen wird. Und auch das sollte nicht super viel Schaden machen. Das können wir auf jeden Fall mit Wunschstrom immer wieder hochheilen. Heißt also, heute packe ich auch die miesen Strategien aus, die niemand sehen will. Alle paar Kämpfe darf man sie auch mal ausprobieren. Und zwar setzt man Toxin ein, für alle, die es nicht kennen, für alle, die neu bei Pokémon sind oder selber nicht spielen. Gibt tatsächlich eine Menge davon, die meine Videos schauen und selber nicht Pokémon spielen. Ich hoffe immer so ein bisschen, dass ich sie dann überzeugen kann, mit meinen Videos selber Pokémon zu spielen. So, jetzt kommt wieder Multiangriff, das ist gut. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden es ungefähr macht. Und mit Wunschtraum kann ich mich jetzt hochheilen. Die Überreste helfen da auch so ein bisschen mit aus. Und mit Schutzschild in der nächsten Runde stall ich dann quasi meinen Gegner aus, sodass er vom Gift quasi in den nächsten 4, 5, 6 Runden stirbt. Je nachdem, wie viele KP er hat. Das sieht aber gut aus. Ich denke mal, so 5 Runden, 4 Runden wird es brauchen. Jetzt setzen wir Schutzschild ein. Der Wunschtraum wird mich gleich komplett wieder hochheilen. Und mein Gegner gibt den Kampf auf. Er hat gesehen, dass er keine Chance gegen dieses Toxin-Stollen hat und hat dann aufgegeben, um uns beide so ein bisschen Zeit zu sparen. Ist in Ordnung, GG, well played an meinen Gegner. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde. Okay, weiter geht's gegen Maxax, Glurak, Olangar, Relaxo, Primarine und Grabbit. Jetzt haben wir ein Feuer-Pokémon auf der gegnerischen Seite. Das wird definitiv von meinem Gegner mitgenommen. Heißt also, wir müssen schon fast nach Tara und Spider-Man, Voltula, mitnehmen, um irgendwas gegen Glurak machen zu können. Potenziell könnten aber die anderen, glaube ich, keine Feuerattacken erlernen. Ich bin mir nicht ganz sicher bei Maxax und bei Grabbit. Vielleicht kann Grabbit sowas wie Brandstempel erlernen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder Feuerschlag. Feuerschlag bin ich mir sogar ziemlich sicher, wenn ich gerade darüber nachdenke. Heißt also, das sind potenziell die Pokémon, die mein Gegner mitnimmt. Ich denke nicht, dass er Olangar mitnimmt oder auch Primarine. Dagegen sollte ich eigentlich gut was machen können. Vielleicht noch Relaxo.
Ich werde aber auf jeden Fall wieder mit Spider-Man starten. Sein Klebenetz ist auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten nach Tara vielleicht was gegen Glurak machen zu können. Und ich will es irgendwie nochmal mit Trombok probieren. Einfach mal nochmal Trombok ausprobieren. Mal gucken, was er machen kann. Ich finde es schade, dass er gerade einfach geone-shottet wurde, beziehungsweise getushottet wurde mit Knirscher und sich nicht zeigen konnte. Aber ich glaube, so ein Holzhammer hätte auch ordentlich Schaden an Amigento gemacht. Und dann hätte ich nicht mal Toxin stallen müssen. Mal gucken, was hier geht in dem Kampf. Da bin ich gespannt. Mein Gegner hat auf jeden Fall auch das DLC dabei und startet mit Olangar. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir müssen damit rechnen, dass er Mogelieb einsetzen könnte. Lichtschild, Reflektor, sowas in die Richtung. Donnerwelle wird er nicht einsetzen können gegen mein Elektro-Pokémon. Ich guck mal eben ganz kurz, lohnt es sich, das Klebenetz rauszuholen? Wahrscheinlich eher weniger. Gegen Maxax wird es sich noch lohnen, aber Relaxo, Primarine und Grabbit sind selbst schon ziemlich langsame Pokémon, sodass ich nicht unbedingt Klebenetz rausholen muss. Heißt also, wir gehen direkt offensiv mit einem Käfergebrumm. Das sollte ordentlich reinhauen. Außer es kommt jetzt ein Lichtschild. Es kommt kein Lichtschild, okay. Vielleicht ist das auch ein offensives. Ja, wobei, bei dem Schaden weiß ich nicht. Es kommt auf jeden Fall ein Seelenbruch. Der macht guten Schaden, aber nicht ausreichend. Spezialangriff sinkt, das heißt, ich werde definitiv auswechseln mit Voltwechsel. Und dann wahrscheinlich in... Ja, nicht nach Tara. Nach Tara wäre, glaube ich, ein bisschen blöd hier. Dann wahrscheinlich Trombok auswechseln. Und dann mal gucken, was geht. So, Trombok kommt raus. Bizarro-Raum sollte ich dann auch nicht unbedingt ausspielen. Es wird sich nicht unbedingt hier lohnen. Seelenbruch kommt nochmal durch. Hier macht das ein bisschen weniger aus, weil wenn der Spezialangriff von Trombok sinkt, ist es quasi egal, da ich sowieso physisch angreife. Ich gehe einfach mal auf den Holzhammer, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt einfach eiskalt Glurak rauskommt und ich keine Chance habe. Weil gegen Glurak könnte ich auch mit Trombok gewinnen, wenn ich das richtig mache. Es kommt ein Reflektor. Das ist gut. Wenn ich richtig, wenn das nicht ausreicht, dann werde ich Bizarro-Raum einsetzen. Okay, es reicht nicht aus. Sehr schön. Klingt ein bisschen komisch, aber ich werde jetzt Bizarro-Raum einsetzen. Sollte Glurak rauskommen, bin ich langsamer als Glurak und kann Abgangsbund einsetzen und damit Glurak mit in den Tod reißen, wenn man so will. Mit in eine andere Galaxie nehmen, wenn man das auf Marvel übertragen will. Ich denke mal, jetzt kommt nochmal, genau, ein Seelenbruch. Sowas in die Richtung, das sollte ich ja standhalten. Jetzt bin ich nochmal langsamer. Citrobeere kommt nochmal durch. Die ist halb so wild. Die macht jetzt nicht mehr den Braten fett quasi. Und Bizarro-Raum kommt durch. Jetzt setze ich gleich Holzhammer ein. Werde Olangar besiegen. Und dann gleich Abgangsbund einsetzen. Egal welches Pokémon kommt, außer es ist langsamer. Das wäre Worst Case. Ich habe jetzt sehr viel Risiko quasi reingesteckt, dass mein Gegner Glurak dabei hat. Aber jeder, der mein Team sieht, sollte eigentlich darauf kommen, Glurak mitzunehmen, oder? Das wäre natürlich jetzt richtiger Pfeifett, wenn er nicht Glurak rausholt. Aber ich glaube, er läuft in meine Falle rein, oder? Komm schon. Hol dein Glurak raus, du willst es auch. Zeig mir dein shiny, schwarzes Glurak. Komm, mach es nicht so spannend. Wo bist du? Oh, das sieht nicht nach Glurak aus. Aber es ist Glurak, okay. Auch kein Shiny, schade. Dann gehen wir auf Abgangsbund und das sollte eigentlich Glurak jetzt auseinandernehmen. Außer er Dynamaximiert sich. Daran habe ich nicht gedacht. Er Dynamaximiert sich. Okay, er hat mich outplayed. Ah, shit. Dynamaximierung und Abgangsbund, das tut sich nicht so viel. Abgangsbund reicht nicht aus, um ein Dynamaximiertes Pokémon mitzunehmen. Daran habe ich nicht gedacht. Aber das ist halb so wild. Der Bizarro-Raum ist immer noch gut. Dann habe ich jetzt quasi nur meinen Trombok vergeigt. Aber man kann das hier nochmal sehen. Ich weiß nicht, wie viele diese Interaktion kennen, aber Abgangsbund und dann ein Dynamaximiertes Pokémon mitzunehmen, das ist sehr schlecht. Das ist blöd gelaufen.
Das ist blöd gelaufen. Ich werde erstmal Nachtara rausholen. Vielleicht schafft es irgendwie Voltula, wenn Nachtara genügend Runden ausdollt gegen dieses Giga-Dynamaximierte Pokémon, irgendwas zu reißen. Das ist jetzt meine Hoffnung. Ich muss eigentlich nur ausdollen. Ich gehe auf Wunschtraum und dann in der nächsten Runde auf Schutzschild. So, der Wunschtraum kommt durch. Wie gesagt, wir sind schneller, weil wir im Bizarro-Raum sind. Und Giga Feuerflug wird richtig reinhauen. Speziell auch mit dem Damage over Time, wie man hier sehen kann. Das hat richtig wehgetan. Aber Überreste und der Wunschtraum heilen mich gleich ziemlich gut hoch. Und dann sollte ich eigentlich die Dynamax-Runden ganz gut überstanden haben. Da müssen wir gleich gucken, was wir machen. Vielleicht kriege ich auch irgendwie nochmal ganz sneaky ein Toxin durch oder ein Schmarotzer. Müssen wir gleich gucken, wie wir das machen. Es kommt nochmal Giga Feuerflug. Im Schutzschild macht das dann ein bisschen weniger Schaden, um genau zu sein, ein Viertel. Das hat mein Gegner gut gemacht. Ich habe überhaupt nicht an die Dynamaximierung gedacht. Aber die ist natürlich der perfekte Counter gegen Abgangsbund. Macht das nicht so wie ich. Lernt aus meinen Fehlern und setzt nicht Abgangsbund ein, wenn ihr eine Dynamaximierung erwartet. Aber das Beste, was ich dann in dieser Situation hätte machen können, wäre es, Dunkelklaue einzusetzen. Und die hätte definitiv auch nicht gegen einen Glurak gereicht. Ich hätte nur Schaden machen können. Ich gucke, was das Glurak macht und werde Wunschtraum einsetzen. Es könnte potenziell immer noch physisch sein, was mir ein bisschen mehr in die Karten spielen würde. Aber ich muss es definitiv anschwächen, damit ein Voltwechsel von Voltula reicht. Es kommt Brandsand. Das macht sehr wenig Schaden. Wenn er super schlau gewesen wäre, hätte er noch an mein Voltula gedacht im Hintergepäck und hätte mit seinem Gigadynamaximierten Glurak die Bodenattacke eingesetzt, damit er seine Spezialverteidigung erhöht und damit Voltula weniger Schaden macht. Das hätte er definitiv machen können. So, jetzt gehen wir mal auf den Schmarotzer und gucken, wie viel Schaden dabei rumkommt. Oh, Glurak wird zurückgerufen. Okay. Es kommt Maxax raus. Jetzt kommen die großen Geschütze raus. Gucken, was Maxax hat, das Nachtara aufhalten soll. Ach, Schmarotzer war hier auf jeden Fall die richtige Wahl. Maxax greift für gewöhnlich immer physisch an, hat einen sehr, sehr hohen physischen Angriff. Das könnte interessant werden. Nachtara ist hier auf jeden Fall das Pokémon, das hier jetzt alles reißen kann. Alles oder nichts, mehr oder weniger. Ich gehe nochmal auf den Wunschtraum. Ist ein bisschen eklig, so zu spielen, aber so spielt man nun mal Nachtara. Ich glaube, das ist die beste Weise, Nachtara zu spielen. Ein Wutanfall kommt durch, reicht aber nicht ganz aus. Und der Lebenorb macht ein bisschen Schaden. Hier seht ihr jetzt wirklich Stall auf allerhohem Niveau. Aber jetzt schön Schutzschild. Dann in der nächsten Runde Schmarotzer. Oder Wunschtraum, je nachdem. Und langsam aber sicher können wir dann Maxax besiegen. Er nimmt sich quasi gerade selber auseinander. Vielleicht ist er jetzt schon verwirrt. Jawohl, da ist die Verwirrung. Spätestens nächste Runde wäre sie gekommen aufgrund von Wutanfall. Wunschtraum hält mich wieder super hoch und die Überreste machen den Rest. Also ich weiß, dass sehr viele von euch Nachtara mögen, weil ich ja schon mal ein Evoli-Team gemacht habe und dort gefragt habe, was ihr für Pokémon mögt. Beziehungsweise welche Evoli-Entwicklung ihr am meisten mögt. Und da stand definitiv am meisten Nachtara. Also freut es mich, dass es so viel Screentime bekommt und vermutlich jetzt auch das Maxax rausnimmt. Das wird reichen. Jawohl. Sehr schön. Sogar ein Volltreffer. Ich glaube nicht, dass er nötig gewesen wäre. Man hat ja schon gesehen, dass Schmarotzer guten Schaden gemacht hat, als noch der Reflektor draußen war. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie das Glurak aufhalten. Das sollte ich hinbekommen. Das sollte ich hinbekommen. Wir gehen... Ach komm, wir gehen mal nicht auf Toxin, oder? Wir gehen mal auf Schmarotzer und gucken, was passiert. Ich denke mal, er versucht wieder Brandsand einzusetzen. Oder Feuersturm oder was auch immer. Er hat, er geht wieder auf. Okay. Interessanterweise können meine Gegner nichts gegen Nachtara machen. Das war eine coole Runde. Man hat auf jeden Fall gesehen, wie stark Nachtara sein kann. Und im Hintergepäck mit einem Elektro-Pokémon hätte ich es noch relativ einfach gegen Glurak geschafft.
Das war eine weitere Folge Thementeams. Probiert das Team gerne selbst aus. Es ist ein ziemlich witziges Team. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht in ein Feuer-Pokémon läuft, beziehungsweise man muss dann irgendwie eine Strategie entwickeln, um dieses Feuer-Pokémon zunichte zu machen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.